Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Reiseberaterin. Lang habt ihr nichts mehr von mir gehört, denn die vergangenen Wochen haben mir echt viel abverlangt. Aber was rede ich denn? Euch ging's sicher genauso. Also liebe Leute, was für verrückte Monate liegen denn hinter uns? Wohl kaum jemand hätte es für möglich gehalten, dass uns die Corona-Krise noch weit bis über das Jahresende hinaus begleitet. Für viele von uns war das Jahr 2020 geprägt von Umdenken und Neuausrichtung. Nicht wenige von uns sind an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen. Und noch dazu wurde die heißgeliebte und gewohnte Reisefreiheit eingeschränkt wie noch nie zuvor. Das Jahr 2020 hat mich neben dem ganzen Stress und dem Herzrasen eine ganze Menge gelehrt. Einen stärkeren Zusammenhalt zum Beispiel. Neue wertvolle Menschen sind mir begegnet und ich habe wieder einmal vieles hinterfragt und neu durchdacht. Es hat viel gefehlt in diesem Jahr, keine Frage. Meinen Kunden und mir das spontane Reisen oder die gewohnte Geselligkeit, die Treffen mit Freunden und Familie. Ein wenig davon wurde ausgeglichen durch deutlich mehr Zusammenhalt trotz räumlicher Entfernung. Mit so vielen TLTU-Kollegen wie noch nie durfte ich in Kontakt kommen. Wir haben uns gegenseitig Mut gemacht, Rat geholt und gegeben, uns auch mal ausgeheult und miteinander etliche Zoom-Sekt-Sessions veranstaltet. Wir sind echt näher zusammengerückt und es war mir ein Fest, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Mir ist gerade aufgrund der außergewöhnlichen Zeit in diesem Jahr Großartiges begegnet. Viele neue Touristikkontakte, die meinen Horizont erweitert haben. Das verrückt leidenschaftliche Diamant-Team, mit denen ich die schönsten Schulungen dieses Jahr absolvieren durfte. Ein ganz neuer Wirkungskreis, in dem ich momentan kreativ sein darf. Die plötzliche Entschleunigung und noch viele kleine Kleinigkeiten mehr, die mich glücklich gemacht haben. Und ich finde, nach dem schwierigen Jahr mit zu wenig Meersalz und Salzluft habt auch ihr demnächst dringend wieder eine Nase voll mit Urlaubsluft verdient. Und ich möchte euch einfach Danke sagen. Danke fürs Nachfragen und Geduld haben, für kleine Aufmerksamkeiten und liebe Worte, fürs Mutmachen, fürs Liken und die Bewertung in den sozialen Netzwerken. Danke, dass ihr mir die Treue gehalten habt und weiterhin mitverfolgt, was ich tue. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Reisejahr 2021 bald wieder startet. Denn wir sind ja alle mächtig urlaubsreif und sehnen uns dringend nach einer Auszeit. Ich freue mich jetzt schon darauf, euch die nächste Urlaubsreise zu planen, damit ihr euch sorglos und sicher auf die wohlverdienten Ferien freuen könnt. Und noch eine Bitte. Geht mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr. Stürzt euch mit mir hinein und wir machen gemeinsam das Beste daraus. Vielen Dank für euer Vertrauen. Von ganzem Herzen wünsche ich euch und eurer Familie ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Bis dahin, bleibt gesund und urlaubsreif.